mit deinem Pedelec möglichst ökonomisch bergauf zu fahren, ist eine hohe Trittfrequenz notwendig. Diese sollte zwischen 80 und 90 Umdrehungen pro Minute sein. Dann gibt dir der Motor die größte Unterstützung. Wenn du zu viel Druck auf dem Pedal hast, geht automatisch die Motorunterstützung zurück. Mit einem E-Bike fährst du am besten sitzen. Wenn du aufstehst und im Wiegetritt fährst, dann schiebt dein Motor unregelmäßig und das könnte zu Traktionsverlust führen. Wenn es steil wird, gehst du mit deinen Schultern sehr tief, also nahe Richtung Lenker. Deine Ellbogen legst du seitlich am Körper an und versuchst dabei, deinen Lenker nach hinten unten zu ziehen. Dadurch steigt dein Vorderrad nicht zu schnell auf. Durch den starken Antrieb beim E-Bike ist es ganz wichtig, die Traktion zu behalten. Du solltest deswegen auch in sehr steilen Anstiegen nicht aufstehen und auf dem Sattel sitzen bleiben. Du rutschst mit deinem Gesäß ganz nach vorne auf die Sattelnase und gibst so Druck auf dein Hinterrad. Solltest du mit deinem E-Bike in einer steilen Steigung absteigen müssen, habe ich ein paar Tipps für dich zum Wiederanfahren. Du stellst dich 45 Grad quer zur Steigung hin. Dein bergseitiger Fuß ist am Boden, der talseitige Fuß ist mit dem Pedal in ungefähr 1 Uhr Stellung. Lege einen leichten Gang ein und schalte dein E-Bike in den Turbo-Modus. Dann gehst du mit den Schultern sehr tief zum Lenker, legst deine Ellbogen an, ziehst den Lenker nach hinten unten und trittst dynamisch los. Dein Motor wird dir richtig Schub geben und das Weitertreten wird ein leichtes sein. Beim Bremsen mit dem E-Bike muss ich meinen Schwerpunkt etwas höher lagern, denn das E-Bike hat durch Akku und Motor einen sehr tiefen Schwerpunkt. Wenn ich dann selbst auch tief gehe, dann schiebe ich sehr stark auf das Vorderrad, dieses blockiert oder rutscht zur Seite weg. Somit ist mein Schwerpunkt hoch und drückt auf das Vorderrad, was Traktion erzeugt. Somit kann ich meine Vorderbremse sehr stark bedienen. Damit ich dabei nicht über den Lenker gehe, muss ich meinen Lenker dynamisch nach vorne schieben. Kurventechnik mit dem E-Bike. Zu Beginn der Kurve gehen wir mit den Schultern sehr tief und drücken dann das Bike in die Kurve. Unser Körperschwerpunkt bleibt zentral über dem Bike. Das Bike wird in die Kurve geneigt. Wir bremsen die Kurve lieber stark an, um dann in der Kurve wieder leicht zu beschleunigen. Das gibt uns wiederum zusätzliche Traktion. Mit der Vorderbremse bremsen wir eher wenig bis gar nicht in der Kurve, denn das Vorderrad sollte auf jeden Fall stabil bleiben und gute Traktion genießen. Schon bei der Einfahrt in die Kurve versuchen wir, aus der Kurve rauszublicken. Dadurch begünstigen wir die Oberkörperrotation, was uns zusätzlich hilft, um die Kurve zu kommen.